Hi, liebe Leute! Ja, ich bin's mal wieder und genau wie im letzten Video, erstmal indoor. Nach der Verlosung, der 40.000 Abonnentenverlosung, kommt nachher auch wieder was Fahrtechnik, was Spannendes, natürlich was nicht Aktuelles, weil ja im Moment ist einfach nur Sturm und Regen draußen. Ab Ende der Woche soll es besser werden. Ja, ein riesengroßes Dankeschön für eure Treue, für euer Interesse. Und ein kleines Entschuldigung, dass immer noch nicht so viel Content gerade kommt, wie es eigentlich soll. Aber das wird wirklich, jetzt haben die Bikeparks offen und mein Zeitfenster dafür ist auch gegeben. Ihr wisst ja, dass ich neben meinem normalen Beruf bei VeloTotal auch noch Fahrtechnikkurse gebe und natürlich auch Familienvater und so bin. Und ja, deswegen bin ich jetzt noch nicht auf dem Content-Level, wie es so sein wird. Und deswegen die Bedingungen bei dem coolen Gewinnspiel, weil ich habe einen ganzen Rucksack mit coolen Sachen für euch. Nur hier auf dem YouTube-Kanal werden die verlost, nicht auf Instagram. Da verlosen wir auch immer Sachen, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt eine exklusive Verlosung nur für euch. Und schreibt dann in die Kommentare, was ihr dann davon haben wollt, von den Sachen. Also ich werde das immer so verschiedene Sachen, wo ich sage, das zusammen, das zusammen. Dann könnt ihr sagen, das möchte ich gern haben. Und mich würde es echt freuen, wenn ihr noch dazu schreibt, welche Content-Themen euch denn sehr interessieren, weil ich wohne jetzt hier in Willingen, Winterberg direkt seit einigen Jahren mittlerweile und habe jetzt halt wirklich die Möglichkeit, dort mehr zu filmen. Normalerweise, immer wenn ich in Winterberg oder Willingen war, hatte ich immer nur Kurs, da konnte ich nicht filmen. Also ein paar Mal, erinnert euch an ein paar Videos, habe ich dann auch dort gefilmt, aber ich kann jetzt wirklich mal dahin fahren und sagen, jetzt filme ich meinen halben Tag oder so oder den ganzen Tag filme ich und dann entsteht da echt cooler Content. Ja, lang geredet. Mikrofon seht ihr hier, wurde ja auch nachgefragt. Sennheiser, Kamera auch qualitativ gut. Nur ich muss mich dann anstrengen, dass ich es halt mit der Technik nicht versaue und irgendwie vom Mikro wegrede und dann hört wieder keiner was oder es wird immer so laut leise. Ich werde mir da Mühe geben. Die Kritik habe ich auf jeden Fall angenommen. Und ja, dann schauen wir mal, was jetzt als erstes kommt. Das erste ist natürlich das Protection Set, also Protektoren habe ich. Sehr schöne für euch. Und zwar Ellenbogen O'Neill und AXS für die Knie und nochmal was für den Arm von AXS. Also alles neu quasi, anprobiert, ist zu klein alles. Ja, deswegen verlose ich das und ja, super coole Sache. Also, wer das haben möchte, das alles Größe, ja, steht sogar L drauf, aber ich finde es echt klein und fällt alles recht klein aus. M und L ist das. Ja, also könnt ihr schon mal ungefähr einordnen. Wer das Protektoren-Set haben will, bestehend aus diesen Dingen, schreibt das darunter, dass er das gewinnen möchte, wird dann halt verlost. Und wie gesagt, am besten nur zuschreiben, welche Themen euch interessieren. So, ein, zwei Protektoren-Set. Dann gibt es noch mal ein kleines Pflegeset. Kennt ihr ja mittlerweile, haben wir schon ein paar coole Sachen verlost. Pflege und Wartung von F100. Ja, wer das gern haben möchte, bestehend aus Bio-Kettenöl und Bio-Schmierstoff und Bio-Kettenreiniger. Das quasi direkt aus dem Bioladen. Nein, sehr cool, dass das F100 auch diese nachhaltige Linie hat. Und hoffe natürlich, dass das immer mehr wird. Also, dann Pflegeset in die Antwort reinschreiben und wie gesagt, gerne auch Videowünsche. So, der dritte Part ist das Klamottenset. Ja, und da habe ich einfach ganz simpel drei neue Trikots von Triple Two. Triple Two, die machen nachhaltige Bikekleidung. Ja, das sind echt so richtig schicke, total angenehme Trikots fürs Biken, für den Sommer. Alles in Größe, ich muss mal gucken. Also ganz normal. Ich bin 1,75. Alles in Größe M. Ja, also wer so ein Trikot, ich verlose das dreimal. Wer so ein Trikot haben möchte, wie gesagt, neu, nie angezogen. Ich habe davon auch welche. Ich finde es mega schick. Und ja, wer so ein Trikot, Funktionsstoff, nachhaltiger Stoff, gewinnen will von Triple Two, reinschreiben. Also jeweils ein Trikot. Und das letzte Set ist dann so ein bisschen persönlich von mir. Und zwar bestehend aus den beiden Fahrtechnik-Trikots.
Büchern. Das verschicke ich, verlose ich dann. Das Mountainbike-Fahrtechnik-Buch, neue Auflage von mir. Und das E-Bike-Buch. Hier ist Markus Klausmann drin, mit drin auch. Ist aber aktualisierte Fassung in dem Fahrtechnik-Mountainbike-Buch. Und beim E-Bike-Buch, das signiert von Sam Pilgrim. Der hat mich ja mal besucht, da hat er mir einfach ein paar Bücher signiert. Da geht es erstmal um E-Bike-Fahrsicherheit, aber ab der Hälfte des Buches geht es dann auch um EMTB. Also für alle was dabei. Wer das Buchset gewinnen will, bitte reinschreiben. Und das schicke ich zusammen raus. Und natürlich dieser niegelnagelneue Rucksack von Haberland. Ja, mega praktisch, mega schick. Wer jetzt mit den anderen Sachen gar nichts anfangen kann, den verlose ich natürlich auch mit. Und ja, danke. Und ich freue mich noch auf viele weitere Videos mit euch. Ich hoffe, dass ich natürlich irgendwann noch einen zweiten Mann an der Seite habe, der auch gerne mit mir das zusammen macht, die Videos. Und ja, da wird sich bestimmt was entwickeln. Wir sehen uns im nächsten Video. Jetzt erstmal wieder Fahrtechnik. Bis dann. Hi, liebe Leute. Marc hier von Fahrtechnik.tv. Und hier in Willingen im Bikepark. Wir haben hier North Shore, Holzbretter, unser Thema heute. Und wollen euch da ein paar Sachen zeigen, was ihr da beachten müsst. Ihr werdet das in vielen Bikeparks haben. Die sind nicht mehr ganz so gefährlich und schmal wie früher. Aber sie gibt es noch, deswegen meine Tipps dazu. So, liebe Leute, das hat sehr viel mit Gleichgewicht zu tun. Ihr müsst euch ein gutes Balancegefühl haben. Geschwindigkeit stabilisiert. Je schneller, desto stabiler. Trotzdem solltet ihr auch üben. Zum Beispiel auf einem schmalen Streifen im Verkehr oder auf einer Bordsteinkante auch über schmale Dinger zu fahren, bevor euch an solche Dinger ranwagt. Also, hier seht ihr es, oft wird es auch mal schmal, weil da ein Baum ist. Wichtig, dass man ein gutes Gleichgewichtsgefühl hat. Ihr seht, ich stehe in der Grundposition. Sehr entspannt stehen und gucken, vorausschauen, was kommt. Oft sieht man nicht, was kommt. Da kommt eine Kante. Also wieder tief gehen und abziehen. Und manchmal gehen Norschaus auch bergauf. Da muss man natürlich einen guten, leichten Gang haben. Jetzt kommt hier eine Kurve, das ist sehr wichtig. Balancegefühl, dahin schauen, wo man hin will. So, dann kann man safe da rum. Kleiner Hubbel. So, wichtig ist, dass ihr wirklich vorausschaut. Jetzt müsste man mal balancieren und gucken, wo muss ich lang, Linienwahl. Und dann sucht man sich was aus. Let's have fun! Was ist denn so das Knifflige daran? Ihr seht es hier. Die sind zwar stabil gebaut, aber die sind schon immer in einer guten Höhe. Mal mehr, mal weniger. Also nicht auf Bodenhöhe, sondern das ist hier sicher ein Meter oder ein halber Meter. Das heißt, da hat man natürlich auch schnell das Gefühl, da könnte ich runterfallen. Wichtig ist, ihr braucht noch nicht mal den Gedanken zu haben, oh mein Gott, ich könnte hier runterfallen. Im Kopf ist schon so ein Schalter, der euch warnt und sagt, Achtung, hier besteht Absturzgefahr. Das ist eine angeborene Angst, die hat jeder Mensch. Und das individuell, wie schnell daraus dann Stress wird. Wird daraus eine Blockade, kriegt man da richtig Schiss dann vor den Holzbrücken? Oder sagt man, ich bin das auch schon in geringerer Höhe gefahren, ich fühle mich trotzdem wohl dabei. Das ist sehr individuell. Bei Nässe nicht befahren, das hat auch seinen Grund. Da sind diese Holzbretter natürlich ganz schön rutschig und hier im Bikepark ist extra ein Schild. Wenn ihr irgendwie in einem Homespot oder Localspot seid, beachtet das. Manche bauen auch Kaninchendraht drauf oder so, aber man sollte wirklich sehr vorsichtig sein, weil das schmiert sehr, sehr schnell das Vorderrad weg und es hat Sturzgefahr. Deswegen achtet auf die Witterbedingungen und wenn eure Reifen schon voller Schlamm und zugesetzt sind, dann ist es auch häufig so, dass man da schnell auf North Shore wegrutscht. Ihr seht hier, ich habe ein paar Bretter in der Hand. Die Jungs hier im Bikepark, die gucken natürlich mal genau hin, dass die Holzbretter alle stabil sind. Wenn ihr irgendwo an irgendwelchen Spots seid im Wald, wo ihr gemerkt habt, da haben die Jungs schön gebastelt, Dinge gebaut, sei es jetzt ein legaler Spot wie in Aachen oder so, wo es auch Holzbretter gibt. Man kann immer mal gucken, wenn da lange nicht gefahren wurde, vielleicht am Anfang der Saison, ist wirklich alles safe. Aber es gibt auch mal auf YouTube ein paar Videos, hat man mal gesehen, wo Leute über Holz in North Shore fahren, auf einmal bricht so ein Brett weg oder so. Gerade wenn das Absprungrampen sind. Deswegen seht ihr den Unterschied, das ist ein neues Brett, das ist ein ganz altes hier. Das haben wir schon aussortiert, deswegen achtet drauf, dass alles stabil ist. Also wir sind an der Wippe, die gibt es auch in North Shore Trails. Und wir werden jetzt mal zeigen, wenn jemand es noch nie gemacht hat und sich rantasten will, dann gibt es eine Hilfestellung, die mache ich jetzt. Let's go! Schön langsam, schön langsam. Genau, und dann könnte man zur Not anziehen und let's go. Danke sehr. Man kann hier natürlich auch mal zu Fuß ablaufen, um zu gucken, wann kommt hier der Kipppunkt. So, und dann weiterlaufen.
das gleiche hat man dann auch beim Fahrrad. Das heißt, wenn man zu schnell fährt, dann könnte es passieren, dass man das als Kicker nimmt, richtig abspringt. Deswegen langsam drauf fahren, balancieren, warten, bis der Kipppunkt kommt. Dann kippt es runter. Ihr werdet merken, hier unten habt ihr dann meistens eine kleine Kante, wie eine Bordsteinkante. Die müsst ihr dann noch gut abfedern. Jetzt haben wir eine Wippe, da muss man langsam drauf fahren, gutes Balancegefühl und wenn es dann kippt, rollen lassen. Wir warten, bis der Kipppunkt kommt und dann runter. So, liebe Leute, das war's schon wieder von unserem Nordshore-Video. Paar allgemeine Tipps, die ihr beachten könnt. Zentrale Grundposition ist wichtig. Gleichgewicht sollte geschult sein. Und ihr müsst darauf achten, ob die trocken sind, ob die safe gebaut sind. Vorausschauen und dann werdet ihr euren Spaß haben. Wenn ihr sagt, die schmalen Dinger sind mir sehr suspekt, dann trainiert erstmal auf schmalen Verkehrsstreifen oder Bordsteinkanten hier dieses Balancieren und dann könnt ihr es auch übertragen. Und vergesst die Schutzausrüstung nicht und ab in den Bikepark auf die Nordshore Trails. Bis zum nächsten Video. Hi liebe Leute, ich bin's wieder, Marc. Ich bin hier in einem meiner zweiten Wohnzimmer, Willingen quasi. Und ich habe den Thomas dabei. Den kennt ihr von Free and Ride. Also check mal seinen YouTube-Kanal, verlinke ich mal unter dem Video. War oft hinter der Kamera oder auch vor der Kamera mit dem Roadgap in Winterberg. Hohe Dropswagen. Das Video verlinke ich auch mal. Ja, Thomas! Mit 40 Jahren. Und wo wir beim Thema sind, droppen. Er hat sein schickes neues Bike dabei. Seht ihr hier. Und der Drop ist ein bisschen älter als das schöne neue Fahrrad. Aber das Thema heute ist hier ungefähr Hüfthöhe. Wann muss man bei einem Drop normal droppen? Also sich runterfallen lassen mit einem Floater. Und wann sollte man richtig abziehen? Also, dass man entweder mit einer Bunny-Hop-Technik oder mit einer Preload-Hop-Technik mehr Distanz machen kann. Ich zeige euch das mal hier, dann seht ihr das. Hier ist die Absprungkante und da, wenn man in die Landung rein will und nicht ins Flat landen, muss man schon, natürlich, man hat Tempo, kann man verschiedene Techniken machen, um dann wirklich da reinzukommen. Und wir möchten euch einfach mal beides vormachen, dass beides möglich ist und wo die Vor- und Nachteile liegen und euch noch ein paar Fahrtechnik-Tipps dabei geben. So, es ist ein bisschen windig. Ich hoffe, ihr habt trotzdem noch vom Ton das ganz okay. Und ja, Thomas ist jetzt da oben und er wird jetzt weniger Tempo nehmen und aktiv abspringen, um da die Weite von Absprung zur Landung zu schaffen. Und er macht es mal vor. Okay, also wahrscheinlich muss er sogar noch ein bisschen bremsen, dass er hier nicht zu schnell wird. Genau. So, da habt ihr gesehen, um die Weite noch zu bekommen, ist er aktiv abgesprungen. Das würde er auch machen, wenn er vielleicht ein bisschen sein Bike tablen will oder ein bisschen stylen. Oder andere Slopestyler würden vielleicht noch einen Barspin machen oder so. Müssen wir mal Lukas Schnapp fragen und Kollegen, die dann mehr abziehen. Genau. Also ihr seht, die Landung muss man schon so ein bisschen in die Anliegerkurve reinspringen. Man kann natürlich auch noch weiter links abspringen aus dem North Shore Brett und dann kann man auch noch weiter hier links landen, dass man nicht so schräg landet. So, jetzt der Thomas mal vor der Kamera. Und zwar zeigt euch der Marc jetzt die Floater-Technik. Das ist eigentlich die verbreitetste Technik und die passiert mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Was allerdings hier kein Problem darstellt, da ein langer Anlaufweg ist. Der Marc kommt jetzt und jetzt benutzt er die Floater-Technik. Genau. Super sauberes Landungsgeräusch. Also liebe Leute, ich rede ein bisschen lauter, dann hört ihr es trotz des Windes. Man kann jetzt hier, je nach Tempo, eine Mini-Bunny-Hop-Bewegung machen. Und das ist, wenn man erst das Vorderrad abspringen lässt und dann das Hinterrad, also ganz normal, wie man es gewohnt ist. Das ist eine sehr safe Technik und eignet sich auch sehr gut für den Pre-Hop, wenn man extrem schnell kommt. Dann kann man auch schon ein Stückchen früher abspringen und dann trotzdem noch sauber in die Landung reingehen. Auch wenn man jetzt einen Styler machen will, Vorderrad einschlagen oder ein bisschen Tabletop, je nachdem, was ihr da so macht. Ist das super.
was viele machen, ich will es nicht verurteilen, weil es ist so ein bisschen Geschmackssache auch, die machen einen Preload-Hop oder Rebound-Hop, je nachdem, wie man es nennt. Die kommen an und kurz vorm Absprung komprimieren die Dämpfer und Federgabel, indem sie sich klein machen und sich dann wieder groß machen, und schon ist die Gefahr, dass das Vorderrad runtersackt, gebannt und sie landen sicher rein. Das ist auf jeden Fall auch eine Technikvariante. Ihr könnt euch ja mal selber filmen, ob ihr das macht, die, wenn ihr die gut abrufbar habt, auch recht sicher ist. So, der Marc macht jetzt einen Mini-Bunny-Hop als Absprung beim Drop, fährt jetzt an. Mini-Bunny-Hop. Sehr schön kann man auch den Cowboy in der Landung sehen, das macht der Marc sehr gut. So, jetzt macht der Marc für euch den eben angesprochenen Rebound-Hop, wo man quasi aktiv runtergeht und das Fahrwerk komprimiert und dann quasi die Zugstufe benutzt, um Airtime zu gewinnen und vom Sprung wegzukommen. Vorteil bei dieser Technik ist, dass gerade beim Drop funktioniert das sehr gut, weil Vorder- und Hinterrad gleichzeitig angehoben werden. Dadurch kann das Vorderrad nicht absacken und man landet neutral. Also ganz wichtig nochmal, Linienwahl auch bei Drops ein Thema, gerade im Bikepark, dass man sich das vorher anschaut. Hier ist es klar, die Landung geht so ein bisschen in der Anliegerkurve rein, deswegen springt man eher nach links ab. Da hat man nicht die Gefahr, dass man zu weit, wenn man hier geradeaus rausspringt, rechts kommt in diesen Wiesenhang rein oder dahin steht auch ein Baum. Das haben sicherlich schon einige Leute hier gemacht, die den zu gerade oder zu weit rechts gesprungen sind. Also bitte, egal welche Droptechnik ihr macht, ihr habt die Geschwindigkeit und Höhe, das Risiko ist größer als bei irgendwelchen Manövern, die ihr am Parkplatz übt. Also sich vorher alles genau anschauen. Thomas macht jetzt die Variante vor, die Kante wegzuschlucken. Er macht sich vorher ganz, ganz klein vor der Kante und kann dann mit einer leichten Floater-Technik möglichst schnell auch sein Rad danach wieder zum Boden schieben. Er macht es mal vor. Also da kommt der Thomas, genau, hat viel Tempo, er will schnell wieder zum Boden. Genau. Konntet schön sehen, wie er sich in der Flugphase sein Fahrwerk wieder ausgefahren hat, um dann die Landung geschmeidig abzufedern. Das ist eine Technik, die Racer auch viel machen. Möglichst schnell wieder Bodenkontakt. So, also jetzt nochmal eine Variante, ähnlich von der Bewegung her wie der Floater Drop, also das Rad nach vorne schieben, aber ich sage jetzt mal, statt dem Schieben ein richtiges Schubsen machen. Ist nötig, wenn du eine Kante sehr spät siehst, in einem Trail, normalen Trail, du bist langsam und brauchst halt bei dem wenig Anlauf, ihr könnt es gut erkennen. Also er wird jetzt hier an der Ecke abspringen, der Thomas, und hat quasi nur anderthalb Radlängen Anlauf. Damit sein Vorderrad nicht absackt, gibt er dann richtig Impuls und schubst den Lenker nach vorne. Genau, und er macht es mal vor. Also Blitzdrop habe ich auch in dem Video Geländekanten am Gardasee. Das verlinke ich euch nochmal, auch schon gezeigt. Und das ist auch eine gute Variante. Wichtig ist, ihr dürft nicht schnell auf eine Kante zufahren und einen sehr starken Impuls geben, weil dann werdet ihr extrem heiklastig und eine Klappmesserlandung machen. Also mit Schwungkram den Blitzdrop mit Minimum. So, liebe Leute, also heute im Grunde auch wieder ein Inspirationsvideo. Ich verlinke euch nochmal die benannten Videos, aber auch nochmal ein Fahrtechnik-Video zum Droppen, häufige Dropfehler und Droptechniken generell. Eigentlich, wenn ihr dann noch die Tricks hinzunehmt, da gibt es noch ganz, ganz viele Varianten, wie man droppen kann. Wir haben jetzt ein paar vorgemacht und wollen euch motivieren. Ich wollte euch nochmal zum Abschluss sagen, filmt euch mal selber, wenn ihr eure gewohnte Dropkante in eurem Homespot oder in eurem nächstliegenden Bikepark macht. Und dann guckt mal, was macht ihr automatisch, ohne nachzudenken. Also kommt da ein Floater, das wäre natürlich optimal, das ist eine sehr sichere Technik. Oder kommt da vielleicht ein Preload-Hop oder vielleicht sogar ein kleiner Absprung mit einem Mini-Bunny-Hop, damit ihr mal seht, was macht ihr automatisch, wenn ihr nicht darüber nachdenkt, wie ihr jetzt droppen müsst. Ja, und wo liegt dein Lieblingsdrop, in welchem Bikepark, Thomas? Mein Lieblingsdrop liegt im Bikepark OE, das ist im Skigebiet Fallenscheid. Hashtag Lift ist an. Den 2-Meter-Drop, den fahre ich da eigentlich am liebsten. Ist auch noch ein echter Drop, weil Drop bedeutet ja eigentlich fallen lassen.
Und da kann man sich noch fallen lassen, weil viele Drops in Bikeparks werden eher als Gaps gebaut und sind gar keine Drops mehr, sondern sie werden im Flow Speed gefahren. Und im Winterberg zum Beispiel vom Road Gap, da gibt es noch einen Fallenlast-Drop, den fährt kaum jemand, weil man keine Anfahrt hat. Auch den kann man in dem verlinkten Hohe Drops-Wagen-Video von Marc sehen, da fahre ich den nämlich. Anfahrt und er droppt. Yeah! Ja, und ansonsten wollte ich sagen, nutzt das Wetter, nur wer im Matsch fährt, kann im Matsch fahren. Richtige Klamotten und danke nochmal an Thomas. Und wir werden jetzt die Strecke runter flowen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.